Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie heute ganz herzlich begrüßen an einem ganz besonderen Ort unserer Pfarrgemeinde St. Ludgersellen und Borg. Es ist gewissermaßen ein Kleinod der Frömmigkeit. Wir befinden uns hier in der Hasseler Kapelle, einer ganz uralten Wallfahrtskapelle mit einem Kreuz aus dem 12. Jahrhundert. Schon seit undenklichen Zeiten pilgern Menschen hier zu dem Kreuz hin, um ihre Bitten und Anliegen vorzutragen und auch um Gott zu danken. Wir werden das am Schluss dieses Films auch in Votivgaben sehen, die die Menschen hinterlassen haben als Dank für eine Heilung. Heute sind wir nicht wegen Wallfahrten hier, sondern ich möchte mit Ihnen nachdenken über den Gründonnerstag, über das Geschehen in der Abendmahlsfeier, das damals Jesus in einem Raum gehalten hat, der vielleicht anderthalbmal so groß war wie diese Kapelle hier. Doch hören wir zunächst einmal, was der Apostel Matthäus darüber schreibt. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen wir das Passjamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passjamahl feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Passjamahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. Während des Mahles nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Soweit die Worte des Evangelisten Matthäus. Doch was genau hat Jesus da eigentlich mit seinen Jüngern gefeiert? Er hat mit ihnen das Passjamal, das Pessachfest gefeiert, und der Höhepunkt des Pessachfestes ist das Sedermahl. Dieses Sedermahl erzählt von dem letzten Mahl, das die Israeliten in Ägypten kurz vor ihrer Befreiung, kurz vor ihrem Auszug gefeiert haben. Und da sie wussten, dass sie aufbrechen sollten, haben sie sich nicht mehr gemütlich zu Tisch gelegt, wie das damals üblich war, sondern sie haben es bereits in Wanderkleidung gegürtet, schnell und hastig gegessen. Allen voran das ungesäuerte Brot, das schnell zubereitet war, dann die Bitterkräuter, die Lammkeule und den Wein dazu. Dieses Sedermahl ist mit dem Pessachfest zusammen für die Juden in aller Welt eines der wichtigsten Feste. Und dieses Fest begründet letztendlich ja die Existenz des jüdischen Volkes. Der Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus Ägypten war die Geburtsstunde des jüdischen Volkes. Und deswegen erinnern sich die Juden überall auf der ganzen Welt nicht nur an dieses Geschehen wie etwas, das vor 3000 Jahren mal gewesen ist. Nein, für sie ist dieses Geschehen gegenwärtig. Denn das, was damals geschah, geschieht auch heute mit jedem Einzelnen von ihnen. Gott erweist sich als der Gott, der für uns da ist. Und dieses Versprechen löst er jedes Jahr von Neuem ein und jeden Tag des Jahres, ganz besonders aber an diesem Abend des Sedermahles. Deswegen ist es für die Identität des jüdischen Volkes, wie aber auch jedes einzelnen Juden und jeder einzelnen Jüdin, sofern sie ausübend und gläubig sind, auf der ganzen Welt ganz, ganz wichtig. In der Festliturgie des Pessachfestes, der Haggadah, der Pessach-Haggadah, heißt es dazu: Von Generation zu Generation ist es Pflicht eines jeden Menschen, sich vorzustellen, er selbst wäre aus Misraim, das ist Ägypten, ausgezogen. Denn es heißt: Und berichte deinem Sohn an jenem Tag und sprich: Um dessen Willen, was der Ewige an mir tat, als ich aus Ägypten hinauszog. Nicht nur unsere Vorfahren hat der Heilige, gelobt sei er, befreit, sondern mit ihnen hat er auch uns befreit. Denn es heißt: Uns aber führte er heraus von dort her, damit er uns hinbringe, uns das Land zu geben, welches er zugeschworen unseren Vätern. Aufgrund dessen sind wir verpflichtet, zu danken, zu loben, zu preisen, zu verherrlichen, zu lobsingen, zu erhöhen und zu feiern, ihn, der für unsere Vorfahren und auch uns all diese Wunder vollbracht hat. Er hat uns herausgeführt aus der Knechtschaft zur Freiheit, aus der Betrübnis in die Freude, aus der Trauer
in den Festtag, aus der Dunkelheit in das helle Licht, aus der Sklaverei in die Erlösung. Lasst uns vor ihm ein neues Lied anstimmen. Halleluja. Soweit die jüdische Pesach Haggadah, die Liturgie beim Sedermahl. Und genau dieses Sedermahl hat Jesus damals mit seinen Jüngern gehalten. Und in diese Situation hinein stiftet er etwas Neues. Er erweitert die Liturgie um zwei ganz entscheidende Dinge und gründet damit einen neuen Bund. Einen Bund, der den alten Bund, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat, nicht aufhebt, nicht aufkündigt, ihn aber vollendet und alle Menschen hineinnimmt, die glauben. Darum heißt es in unserer Abendmahlsliturgie folgendermaßen: Wir kommen vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Durch ihn, unseren Erlöser und Heiland, den du verherrlicht hast, bitten wir dich. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, das ist heute, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Soweit die Liturgie des heutigen Gründonnerstages. Doch was geschieht da eigentlich? Was macht Jesus da in diesem Mahl? Und was stiftet er Neues? Zu allen Zeiten haben sich die Menschen den Kopf darüber zerbrochen, weil sie nicht wussten, was genau meint er damit? Was heißt das, plötzlich zu dem Brot zu sagen, das ist mein Leib, zu dem Wein, der mit Wasser vermischt war, zu sagen, das ist mein Blut? Das hat dazu geführt, dass in früheren Zeiten, als die Messe noch in Latein gefeiert wurde und der Priester sagte, hoc est enim corpus meum, dass die Menschen buchstäblich nur Hokus Pokus verstanden haben, weil sie es auch gar nicht anders verstehen konnten. Doch was bedeutet es nun wirklich? Stellen wir uns die Situation vor, in der sich Jesus und seine Jünger befinden. Es ist auf der einen Seite, wie ich schon erwähnt habe, das eines der größten Feste in der Zeit damals bis heute im Judentum. Auf der anderen Seite spürte Jesus, dass seine Verhaftung nahe war, dass er bald leiden und sterben würde. Und er hatte Angst. Und auch die Jünger, selbst wenn sie nichts wussten, sie spürten, da war irgendetwas im Gange und auch sie hatten große Angst um ihren Herrn und Meister, aber auch selbst für sich große Angst. Und Jesus wollte ihnen klar machen, dass er bei ihnen bleibt, dass er nicht weg ist, sondern
dass er in ihrem Herzen immer sein wird. Was macht er? Er nimmt zwei Bestandteile aus dem Sedermahl und deutet sie neu. Zum einen den Ritus des Brotbrechens und zum anderen den Segensbecher mit Wein, den Kiddusch-Becher. Und beim Brotbrechen sagt er, dies ist mein Leib. Was heißt das? Nun, unser Leib, unser Körper ist das Symbol für uns selbst. Das, was Sie jetzt sehen, was Sie hören, das ist mein Körper. Und natürlich sehen Sie nicht nur meinen Körper, sondern Sie sehen und erkennen mich als Person, die zu Ihnen spricht, die seine Gedanken Ihnen mitteilt und vieles, vieles andere mehr. Und wenn Jesus zu dem Brot sagt, das ist mein Leib, dann meint er damit, das bin ich, ich selbst, mit meiner ganzen Person, mit meiner ganzen Liebe zu euch, ich gebe mich euch hin. Dieses Brot ist von nun an nicht mehr Brot, sondern das bin ich. Und jeder von uns kennt das, zumindest wenn er schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat. Wie stellt man fest, ob ein Mensch noch lebt? Man fühlt seinen Puls, ob das Herz noch schlägt. Seit alters her war das Blut im Körper des Menschen der Sitz des Lebens. Und wenn Jesus sagt, ich gebe mein Blut für euch hin, dann meint er, ich gebe mein Leben für euch hin. Mein Leben gebe ich, damit auch ihr lebt. Ich werde sterben, aber ich werde auferstehen. Und genauso wie ich auferstehe, werdet auch ihr auferstehen. Jesus verwandelt also Brot und Wein in sich selbst. Und in diesen Gestalten nehmen wir ihn in uns auf. Von nun an ist Jesus uns näher, als je ein Mensch sein kann, denn er ist tief drinnen in uns, in unserem Herzen. Und dort, so sagt der heilige Augustinus, verwandelt er auch uns in sich selbst. Wir sind von nun an der Leib Christi. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind seine Augen, seine Ohren, sein Mund. Sein Herz schlägt in uns allen. Und durch ihn und mit ihm und in ihm können auch wir die Welt verwandeln. Nicht, weil wir auf einmal so toll sind, nein, sondern weil er die Welt mit uns verwandeln und retten und heilen möchte. Doch, wie gesagt, für den Verstand ist das äußerst schwer zu begreifen. Und ich habe noch keinen Menschen gefunden, der das wirklich mit dem Verstand erfassen konnte. Einzig und allein unser Herz kann das nachfühlen und verstehen. Und der heilige Thomas von Aquin hat ein wundervolles Gebet dazu geschrieben. Er schreibt: Gottes Wort ins Fleisch gekommen, wandelt durch sein Wort den Wein, und das Brot zum Mahl der Frommen lädt auch die Verlorenen ein. Der Verstand verstummt beklommen, nur das Herz begreift's allein.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht können wir uns noch auf eine andere Art und Weise dem Geheimnis des Abendmahles, der Eucharistie nähern, eine Art und Weise, die uns hilft zu verstehen, was damals geschah, nämlich indem wir uns für einen Augenblick mal vom Abendmahl entfernen und auf das Kreuz schauen. Denn die Jünger haben das, was damals im Abendmahlsaal geschehen ist, auch nicht verstanden. Erst als Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, da haben sie verstanden und gefühlt und gespürt das Geschenk, das er ihnen gemacht hatte, was er für sie getan hat. Wenn wir auf die Kreuze schauen, dann mache ich zwei gegenteilige Erfahrungen. Auf der einen Seite ist das Kreuz heute, sofern es noch benutzt wird, ein Modegegenstand geworden. Ganz viele, die mit Glauben und Kirche auch nichts am Hut haben, haben es entweder am Ohr hängen oder an einem Kettchen hängen, mit so einer bisschen magischen Vorstellung, das könnte mich beschützen. Das war natürlich längst nicht immer so. Ursprünglich war das Kreuz ein Ärgernis, an dem man Anstoß nahm. Das Kreuz war nämlich ein Galgen. Es war eine unglaublich grausame Hinrichtungsart, die eigentlich nur perverse Menschenhirne sich ausdenken können. Die Delinquenten, die am Kreuz starben, starben einen ganz langsamen und qualvollen Tod. Hinzu kam, dass diese Hinrichtungsart eigentlich nur bei Sklaven und bei Hochverrätern angewandt wurde. Als solcher ist Christus ja auch hingerichtet worden. Also, das Kreuz war ein Galgen, der Angst und Schrecken verbreitete. Auf der anderen Seite habe ich hier ein wunderschönes altes Kreuz aus dem Mittelalter, aus der Barockzeit, das alles andere als Schrecken und Angst verbreitete. Im Gegenteil, die Menschen, die dieses Kreuz sahen, denen wurde die Angst, der Schrecken genommen. Es ist nämlich ein
Versehkreuz aus dem Mittelalter, das der Priester sich umhängte und mit dem er dann zu den Menschen ging, die schwer krank waren und im Sterben lagen, um ihnen die Sakramente zu spenden. Das war zum einen die Krankensalbung und zum anderen die Eucharistie. Das eigentliche Sterbesakrament ist nämlich nicht die Krankensalbung, sondern die Eucharistie. Und hier in diesem Kreuz verborgen befinden sich zwei Gefäße. Dieses Gefäß hier ist das Gefäß für die Krankensalbung. Es enthält das Krankensalbungsöl. Und dieses Gefäß hier enthält die Eucharistie, die geweihte Hostie, die der Priester dem Kranken mitnahm. Und so wurde für den Kranken ganz unmittelbar deutlich, dass er nicht alleine war. Er konnte im wahrsten Sinne des Wortes fühlen und schmecken, dass Jesus bei ihm war, dass er mit ihm ging, durch alle Ängste, durch alle Qualen, durch alle Schmerzen hindurch, ja, sogar durch den Tod hindurch. Und er vertraute darauf, dass dieser Jesus ihn nicht nur in den Tod begleiten würde, sondern darüber hinaus ihn in das Leben tragen würde. Die Menschen, zu denen dieses Kreuz gebracht wurde, waren keine hochgebildeten Theologen, die das irgendwann mal gelernt hatten. Nein, es waren ganz einfache, normale Münsterländer Bauern, die nie Theologie gelernt hatten, die nicht einmal das Wort Transsubstantiationslehre aussprechen konnten, geschweige denn wussten, was das bedeutet. Aber sie wussten eines. Sie wussten nämlich, der, der hier am Kreuz hängt, das war jemand, der genauso Angst gehabt hat wie sie vor dem Tod. Das war jemand, der genauso unendliche Schmerzen gehabt hat wie sie, der genauso gelitten hat wie sie, der genauso wie sie in den Tod gegangen ist. Der aber, dadurch, dass er für uns den Tod auf sich genommen hatte, diesen Tod besiegt hat und der nun auch sie über die Schwelle des Todes hinüber in das Leben tragen würde. Das gab ihnen Trost. Und den, den sie nicht nur am Kreuz sahen, sondern in den beiden Sakramenten spürten und erfuhren, der gab ihnen Kraft, diesen schweren Weg zu gehen. Das war etwas, was kein noch so liebevoller Angehöriger schaffen konnte, kein Priester, kein Mensch, denn alle mussten den Kranken und Sterbenden irgendwann loslassen, hinter sich zurücklassen. Einzig und allein er, den er nun im Herzen trug, der Kranke, dieser eine, Jesus Christus, der war bei ihm und begleitete ihn und trug ihn hinüber durch den Tod hindurch in das Leben. Und so hat dieses Kreuz unglaublich vielen Menschen Kraft und Hoffnung geschenkt. Und die Herrlichkeit des Kreuzes Christi wird erst erfahrbar durch die Eucharistie, da, wo wir den Herrn buchstäblich in uns tragen und spüren. Und umgekehrt wird die Größe, das Geheimnis, die Einzigartigkeit des Geschenkes Jesu, das sich immer wieder wiederholt über die ganze Welt hinweg, erst deutlich und erfahrbar durch den Anblick des Kreuzes. Insofern ist das, was wir heute Abend, morgen und Karsamstag bzw. Ostersonntag feiern,
ein großer Gottesdienst der Hoffnung und der Freude. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, Ihnen und allen, die Sie in Ihrem Herzen tragen, auch im Namen von Pfarrer Themann, dem hiesigen Ortspfarrer und dem ganzen Seelsorgeteam, ein frohes, gesegnetes und hoffnungsvolles Osterfest. Auf Wiedersehen.